Im internationalen Postzentrum der Deutschen Post sorgen Sendungsströme aus der ganzen Welt für tägliche Verkehrsmengen von rund 4 Millionen Briefen und 33.000 Päckchen. Da die Qualität der Produktion aber maßgeblich zu den Laufzeiten der Post vom und ins Ausland beiträgt, ermöglicht ihre kontinuierliche Verbesserung der Deutschen Post, zusätzliche Großaufträge aus dem Ausland zu akquirieren und über Frankfurt laufen zu lassen. Deshalb sollte unter anderem ein Energieschub in Richtung Rückstands- und fehlerfreie Sortierung erzeugt werden, wozu in erster Linie eine Veränderung der Kultur und der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit erforderlich war. Um diese Veränderung nicht nur durchgreifend, sondern auch schnell, sowie in allen Bereichen und auf allen Ebenen gleichzeitig in Gang zu setzen, wählte IPZ-Niederlassungsleiter Walter Lindemann die RTSC-Konferenz. Strategischer Wandel in Echtzeit heißt das und bedeutet, 100 bis 1000 Mitarbeiter gleichzeitig für Visionen, Werte, strategische Ziele, Programme oder auch Organisationsstrukturen gewinnen zu können. Nicht sequenziell, sondern simultan arbeitet dieses Instrument des schnellen Wandels. Zwar startet man top-down mit einem Entwurf der Führung, arbeitet aber dann gemeinsam an seiner Veränderung, entwirft gleichzeitig eine gemeinsame Vision, vereinbart Ziele und setzt die Implementierung in Gang. Simultan auch, weil gleichzeitig an verschiedenen Elementen des Systems gearbeitet wird. An Zielen, Maßnahmen, Beziehungen, Werten und Normen. In RTSC-Konferenzen diagnostizieren alle alles, was zum Thema der Konferenz gehört. Im Falle des IPZ waren es 176 Teilnehmer. Ein repräsentativer Querschnitt der über 2000 Mitarbeiter aus 70 Nationen, Führungs- und Sortierungskräfte sowie Menschen aus dem Systemumfeld des Betriebes. Wo stehen wir heute mit unserem IPZ? Wo wollen wir hin? Was hindert uns? Und was wollen wir tun? Diese vier Fragen sind der Leitfaden für die nächsten 3 Tage. Und Sie sind die Begleiter auf diesem Weg. Die Moderatoren Dr. Matthias Zobonsen und Peter Bauer. Sie agieren in einer Kulisse, die sinnlich erfahrbar und bewusst macht, wie es zurzeit steht mit den Sendungsströmen. Überall im Raum sind Stangen angebracht, von denen jede für einen Umschlagplatz steht. Wie Zürich mit der Swisspost oder auch London mit Royal Mail. Die von Stange zu Stange gespannten Seile machen die Sendungsströme der Welt sichtbar und deutlich, worum es in dieser Konferenz gehen soll. Und es gibt hier eine Stange, die heißt Paris, über die läuft auch Post von einem fernen Land in ein anderes Land. Und diese ganze Konferenz soll, das möchten wir auch nochmal betonen, dazu dienen, dass mehr über diese Stange läuft. Dass ein dickeres Seil oder mehr Seile über diese eine Stange laufen. Denn das bedeutet letztlich für Sie alle sichere Arbeit und in gewisser Weise auch für mehr Menschen Arbeit. Hier sitzen die Teilnehmer maximal gemischt. Mitarbeiter aus der Maxi-Briefsortierung mit Personen aus der Zollverwaltung, Techniker mit Sortierungskräften, jene aus der zentralen Postverwaltung, der Architekt und Kunden, sie alle sitzen in Achtergrüppchen zusammen. Viel Arbeit wartet auf die große Gruppe im Mainzer Hilton, aber sie soll auch Spaß machen. So die letzte der Spielregeln, die das Miteinander unterstützen. Alle Sichtweisen gelten, niemanden abwerten, auch mit den Augen der anderen sehen, alle Ergebnisse auf Flips und Zeiten und Aufgaben einhalten. Und damit kein Chaos entsteht, werden für jede Gruppenarbeit Zeitnehmer, Moderator, Schreiber und Sprecher gewählt. Letzterer wird die Ergebnisse der Kleingruppe im Plenum präsentieren. Zum Start geht es darum, das IPZ aus ihrer persönlichen Sicht darzustellen. Erinnerungen tauchen auf, am häufigsten die aus der Startphase ihres IPZ. Jeder kam, war eigentlich hoch motiviert, jeder hatte eine Menge an Fragen und jeder war eigentlich bereit, soweit es ihm möglich war, die Fragen zu beantworten. Sie schätzen die Fortschritte in Sachen Rückstandsfreiheit oder auch ein Pilotteam zu sein. Stolz kommt durch und viele spüren, wir vom IPZ sind was Besonderes. Wir sind ein besonderes Haus. Internationale Post wird von internationalen Mitarbeiterinnen verarbeitet. Und nach den Präsentationen, wie immer wieder zwischendurch, eine Phase der Reflexion. Wie erging es uns eben? Was ist uns aufgefallen? Sicherlich sind Besserungen in Sicht. Es wird besser und wir müssen auch daran arbeiten. Aber so ganz reibungslos, so wie sich das jetzt hier im Prinzip darstellt, glaube ich, ist es dann doch noch nicht, oder? Ein Bewusstsein für die Realität beginnt lebendig zu werden.
Man bemerkt, dass der Schwung in der Startphase des IPZ enorm war, die Motivation jetzt aber etwas nachgelassen hat. Die hierarchischen Strukturen wirken und viele trauen sich nicht mehr, ihre Probleme anzusprechen, heißt es. Aber auch, dass im Herzen aller die Arbeit liege, die sie morgen haben. Und der Erfolg kommt von uns kleinen Leuten. Und deshalb brauchen wir immer wieder auch Lob und Anerkennung. Es gibt viel Arbeit. Und die ist oft hart in dem Flugzeug IPZ, das zwar weit über 200 Millionen Mark gekostet hat. Aber leider war die Landebahn noch nicht ganz fertig. Was heißt das? Dass das Flugzeug eine ganze Menge Warteschleifen drehen musste. Warteschleifen über dem internationalen Flughafen in Frankfurt. Dann ist das Flugzeug gelandet und es hat mächtig geholpert. Aber, wie wir eben gehört haben, hat es ja auch eine ganze Menge Chancen dadurch eröffnet. Kunden und Markt sind brutal, sagt Walter Lindemann. Ganz brutal. So wie jeder von uns seine Brötchen kauft, wo sie am billigsten sind und am besten schmecken, muss sich auch das IPZ mit seinen Leistungen am Markt messen lassen. An dieser Stelle der Konferenz ist Aufrütteln angesagt. Unterstützt wird die Rede des Niederlassungsleiters durch das Bild der Posttaube, die Wolken der Konkurrenz hinter sich lassend nach oben in das Licht der Sonne des Erfolgs fliegt. Wenn man sich das mal in Zahlen zergehen lässt, weil das sind ja alles so 170 Millionen utopische Summen. Aber wenn ich nur sage, dass wir im IPZ 30% dieser Qualität in irgendeiner Form beeinflussen, bedeutet das, jeder von euch vertritt 30.000 Mark Qualität, sitzt für 30.000 Mark Qualität, ob wir die bekommen oder nicht bekommen, im Jahr. 170 Millionen Mark. Jetzt wird jedem im Raum deutlich, dass die Arbeit, die sie jeden Tag an ihrem Platz verrichten, Teil eines sehr, sehr großen Ganzen ist. Um das sich langsam entwickelnde Gefühl der Gemeinschaft und der Dringlichkeit zu verstärken, tritt nun der Mann ins Plenum, der dafür sorgt, dass die Sendungsströme über Frankfurt gehen. Don Brooks ist Geschäftsführer des International Mail Services. Er öffnet den Blick der Teilnehmer für den globalen Zusammenhang. Unsere Kunden haben neuerdings die Wahl, sagt er, und sie können auch andere internationale Anbieter nutzen. Um aber der weltweit erste Postanbieter zu werden, müsse man ihnen gute Lösungen anbieten, weshalb man sich auf dem globalen Markt auch als Einkäufer betätige. Die IMS habe beispielsweise die US Global Mail gekauft und sei im Februar von 18 europäischen Unternehmen bereits die Nummer 3 gewesen. Und noch etwas sagt er den 176 Menschen im Raum. Wenn das hier gut läuft, werden wir in der ganzen Welt solche IPZs gründen. Und dafür brauchen wir Ihre Erfahrungen. Dann Fragen und Antworten. In den Köpfen der Teilnehmer entsteht langsam Verständnis für die großen Zusammenhänge. Der nächste Arbeitsschritt erfordert eine Sitzordnung nach Abteilungen. Es geht jetzt darum, die inneren Abläufe im IPZ am Stück zu erkennen. Welchen Weg nimmt denn ein Brief, der oder ein Paket, das im IPZ ankommt und das dann dort verarbeitet, sortiert wird und es wieder verlässt? Nun kommen neue Seile ins Spiel. Von Abteilung zu Abteilung weitergereicht, nehmen sie ihren Weg durch den Raum, in dem die Teilnehmer in etwa so angeordnet sitzen, wie es in ihrer Arbeitsrealität der Fall ist. Entlang verschiedener Seile wird ersichtlich, welche Wege die Sendungsströme nehmen, wie die Abteilungen zusammenhängen und wie das ganze System funktioniert. Entlang dieser Ablaufseile werden nun die Probleme benannt, die immer wieder auftauchen, die den Arbeitsalltag erschweren, Ärger und Rückstau produzieren. Das wirklich zu erkennen, ist wichtig, denn wenn alle verstehen, warum die Veränderung notwendig ist, dann wird sie nicht mehr als Störfaktor, sondern als wesentlicher Teil der eigentlichen Arbeit wahrgenommen. Zum Beispiel im BZB-Bereich, wo die Einschreiben bearbeitet werden, fallen die Beutel für die BWÖ ab. Probleme werden beschrieben, Beschwerden laut. Gut so, denn im nächsten Schritt geht es um direktes Feedback an die richtige Adresse. Und da sollen Sie sich als Gruppe überlegen, von wem, von welcher anderen Gruppe hier, von welcher anderen Abteilung brauchen wir eigentlich eine bessere Zuarbeit? Und jetzt geschieht Wundersames. Während die Teilnehmer ihre Feedbackbriefe an die Abteilungen überbringen, von denen sie sich eine bessere Zuarbeitung wünschen, spinnen sie ein Netz im Raum. Entlang des Weges eines jeden Briefes wird ein Bindfaden gezogen. Und während so das Netz der Beziehungen im IPZ sichtbar auftaucht,
achtet die Führung darauf, dass alles im Fluss bleibt, dass die Energie hochgehalten wird. Inzwischen haben die Teilnehmer adressierte Briefumschläge in der Hand. Für jeden im Raum gibt es einen und ein jeder soll einen schreiben. Dieses Mal geht es um Wertschätzung oder einfach etwas Nettes, das man einem Kollegen mitteilen möchte. Ob man ihn schon kennt oder nicht, jeder soll einen freundlichen Brief schreiben, der als letzte Handlung dieses Tages in einen Briefkasten am Ausgang geworfen wird. Na, wie war's heute? Ja, hat Spaß gemacht. Ich habe neue Leute kennengelernt, zum Beispiel mein Mitarbeiter. Zukunftsweisend, das Ergebnis wird alles bestätigen. Die Aufmachung dieses Seminars hier und so weiter, das hat mich schon beeindruckt. Ich fand die Veranstaltung sehr interessant, mal die Meinungen von den Leuten zu hören, die man ja sonst nicht so oft hört. Spaß gemacht. Also ich denke mal, die ersten Eindrücke, die müssen wir jetzt verarbeiten und morgen geht es dann weiter, frisch ins Werk. Also ich denke, dass morgen noch einiges mehr rauskommen wird, dass wir vielleicht auch mal an die Probleme kommen, die wir haben zusammen. Auf dem Boden sammeln sich die Bewertungsbögen für diesen ersten Tag. Die Planungsgruppe verteilt noch die Briefe, die die Teilnehmer am nächsten Morgen auf ihrem Platz finden. Zweiter Tag. Schnell wird noch ein Brief vom Boden aufgehoben und der Kollegin zugestellt. Haben nicht alle ihre Post bekommen? Haben Sie Ihren Brief bekommen? Nein. Wie geht's Ihnen jetzt damit? Also schlecht, ne? Kann ich verstehen. Wissen Sie, wann Ihr Brief kommt? Ich hoffe bald. Ihr Brief kommt erst morgen, der ist im Rückstand. Wieso? Wieso? Der braucht einfach einen Tag länger. Den hat gestern Abend einer nicht mehr fertig sortiert, der wollte fertig Feierabend machen. Typisch Post. Tja, so erging es einigen im Raum. Ein paar Briefe waren auf den Boden gefallen und vergessen worden, manche hingen noch im Rückstau. Wie es in der Realität des IPZ auch immer wieder einmal vorkommt. Es wird zwar gelacht während der nachträglichen Zustellungen, aber alle spüren, wie es denen erging, deren persönliche Post, auf die sie ja gewartet hatten, nicht angekommen war. Und nun zu den Feedbackbriefen, die sich die Abteilungen gestern geschrieben hatten. Während die Gruppen an der Beantwortung arbeiten, greifen Erkenntnisse um sich und wird um Lösungen gerungen. So geht es beispielsweise darum, dass große Einlieferungsmengen nicht rechtzeitig bekannt gegeben werden, was zur Folge hat, dass oft nicht genügend Personal zur Bearbeitung am Platz ist. Eine Abteilung findet, die Zuführung von Postsendungen aus dem Ausland sei schlecht koordiniert. Immer wieder sind die Bunde zu dick und die Technik bekennt. Und sagen, wir werfen manchmal auch noch zu spät Bunde ab, ohne Bescheid zu sagen, möglicherweise. Wir versuchen uns zu bessern. Ob schlecht bedruckte Infoträger oder unsaubere Drucktechnik. Die Lösung heißt, ab jetzt achten wir darauf und geben rechtzeitig Bescheid. Wir werden jetzt ganz massiv bei unserem zuständigen Sachbearbeiter regelmäßige Nachschulungen für die Mitarbeiter anfordern. Weil wir also die Gruppen beginnen zu spüren, dass sie sich selbst um Lösungen kümmern müssen und nicht alles nach oben oder auf die Nachbarabteilungen abschieben können. Immer klarer werden die Zusammenhänge und das Gefühl für Selbstverantwortung greift um sich. Und jetzt, Schritt für Schritt, gehen die Menschen in dem großen Saal von der Gegenwart in die Zukunft. Allen voran der Niederlassungsleiter. Er spricht von seiner Vision für das IPZ, spricht metaphorisch von dem Bild eines Baumes, das er in sich trägt. Und er hat etwas ganz Besonderes. Dieser Baum, der blüht. Kennen Sie auch alle diesen Baum? Es ist nichts Exotisches, sondern es ist einfach ein Kastanienbaum. So wie er dort blüht, so stelle ich mir unser IPZ vor, weil jeder seine Energie hineingibt in diesen Baum, in dieses Haus IPZ und weil wir alle, die wir hier sitzen und einige mehr, nämlich alle, auch ein Licht für unser Umfeld sind. Während der Visionsrede herrscht Konzentration im Raum. Das Bild des Chefs entzündet eine Flamme, die brennen soll für ein weltweit anerkanntes Unternehmen. Aber ebenso wichtig ist an dieser Stelle der Konferenz seine Offenheit für die Nöte, die Ihnen noch unter den Nägeln brennen. Warum werden die Verträge nicht in feste Verträge umgewandelt? Die Leute kennen ihr Gebiet schon, die wissen schon, was abgeht. Möglichst viele unbefristete Arbeitskräfte im IPZ zu beschäftigen, bin ich voll bei Ihnen. Möglichst viele und die ständig, dass die sich um diesen
blühenden Baum zu erreichen, die sich mit diesem Baum auch identifizieren. Aber Sie haben auch gesehen, dass wir ein paar Steuerungsgrößen haben und wo da steht Kostenseite. Wir haben die Problematik, und als sich die Anfragen wieder und wieder im Beschwerdenkreis drehen, wird er deutlich, explodiert fast und packt sie bei ihrer eigenen Verantwortung. Jeder hat irgendein Problem bei sich selber. Und wie kriegen wir es denn mal geschafft, verdammt nochmal, dass sich jeder mal den Hut aufsetzt und sich selbst mal betroffen fühlt? Und diese Betroffenheit will ich irgendwann mal spüren in diesem Raum. Jetzt steht Betroffenheit in den Gesichtern. Stille, bis Moderator zu Bonsen wieder das Wort ergreift. Er nutzt die angespannte Stimmung, um die Teilnehmer mit ihrer eigenen visionären Energie in Kontakt zu bringen. Jetzt sind sie selbst gefragt, wie sie sich denn ihr EPZ wünschen, wovon denn sie träumen. Gruppenweise sollen sie ein eigenes Bild entwerfen und Collagen basteln, die dieses Bild in eine Galerie der Zukunft für alle anderen visualisiert. Eine Schafherde, dumpft dem Leithammel folgend, wollen sie nicht sein. Schon viel eher ein Zahnrädchen, das ineinandergreifend mit den anderen erfolgreich am großen Ganzen drehen hilft. Jede Gruppe hat ihre eigene Handschrift, aber alle visionieren, wir sind die Nummer eins in der Welt, wir sind am Ziel. Und zu Beginn der Pause die Frage, können Sie sich in der Rede Ihres Chefs wiederfinden? Der Baum als Symbol eines blühenden Unternehmens, da kann ich mich schon mit identifizieren. Ich glaube an diesen Baum, ja. Ich glaube, dass er nicht nur blüht, sondern in 2005 auch die Früchte trägt, die wir uns alle erwarten. Wichtig ist, dass eine Vision da ist, eine Vision eine Grundlage hat und auf die Grundlage sich jeder beziehen kann und nach dieser Grundlage eben da sein Ziel findet bzw. an dem Ziel mitarbeitet. So sehe ich die Sache. Liebe geben und Vertrauen geben, das brauchen Pflanzen auch. Ich spreche auch mit meinen Pflanzen. Wenn sie geblühtet haben, sage ich das, oh, wie schön hast du das geblühtet, wie schön siehst du das aus. Wirklich meine Arbeit geleistet habe, ich erwarte auch von denen Lob und das gibt mir dann mehr Vertrauen. Das ist mein erstens der Aufsicht, dann Abteilungsleiter und dann kommt der Betriebsleiter. Das möchte ich auch gerne anerkannt werden. Sie strahlt. Das visionäre Bild ist angekommen. Als nächstes sollen nun die Leitlinien, von denen Walter Lindemann auch gesprochen hatte, noch einmal genauer unter die Lupe genommen werden. Hier dürfen die Mitarbeiter ihre Änderungsvorschläge anbringen. Unsere Meinung ist wichtig. Diese Wahrnehmung aktiviert die Lebensenergie, den Spirit der Mitarbeiter. Und nachdem alle mit großem Eifer an ihren unternehmerischen Gedanken gearbeitet haben, werden ihre Vorschläge von den Kollegen mit blauen Punkten gewichtet. Aber dann die Frage, was könnte uns eigentlich daran hindern, das gemeinsam entworfene Zukunftsbild zu erreichen? Ein vom Planungsteam vorbereiteter Sketch macht deutlich, dass unbewusste, aber von allen beherzigte Spielregeln den Sand im Getriebe bilden. Das passt in meinen kleinen Kopf einfach nicht mehr rein. Doch, das kann doch nicht sein. Auch nicht. Immer kriegen wir den schwarzen Peter zugeschoben. Das haut doch nicht hin. Wir sind so schon voll bis hier oben hin und alles kommt noch einer und platsch und platsch und platsch. Ja. Mensch, das ist ja ein Haufen Arbeit, das da wieder für Sie drinsteckt. Brauchen Sie da Unterstützung? Nö. Also, das schaffen wir schon. Und jetzt werden Sie gebeten, dass jede Gruppe die heimliche Spielregel erarbeitet, die Sie als die gravierendste empfindet. So entstehen 22 Sketche, die kurz, prägnant und ungemein treffend erzählen, was man als Neuer hier tunlichst vermeiden sollte. Zum Beispiel, wie die Arbeit läuft, wenn eine Aufsicht in der Nähe ist, oder wenn sie wieder weg ist. Der hat ja sowieso keine Ahnung. Also der rumläuft hierher und macht eine... Hi, ja, Michael. Hi, Michael. Guck mal. Ah, du hast ja neue Frisur. Ja. Wie die Damen flöten, wenn jener, über den eben noch gelästert wurde, plötzlich vor ihnen steht. Und noch einmal eine bedeutende Grundverhaltensregel. Wenn mal was schief läuft, sind wir zwei nie schuld dran. Das müssen Sie wissen. Wir sind nie schuld. Und selbst wenn wir schuld sein sollten, dann ist es mindestens, haben wir die Fördertechnik. Auf die können wir alles schieben. Glauben Sie, das dürfen Sie nicht vergessen. Also das ist ganz wichtig. Ja? Und wieder geht's um die Aufsicht.
Das ist der erste Verteilgang. Das sind die Spinde dazu. Und da unten das Fach ganz links, da kommen die Unbekannte hin. Also immer, wenn du meinst, dies die Zeit nicht packe, alles drinnen, alles in das eine Fach. Nimm. Und pass auf, jetzt gehen wir weiter. Das ist alles noch der erste Verteilgang. Und dahin, ganz dahin, das ist Aufsichtsbüro. Und da gibt's einen. Weißt du, wie der heißt? Töne. Töne heißt der. Ist das ein schöner Mann? Das hat nichts zu sagen. Weißt du warum? Weil der kann nur blonde Frauen leiden. Nur blond. Naja, graue nicht, blond. Also mich auch nicht. Also pass auf, das ist der Herr Töne. Guten Tag, Herr Töne. Na, Frau Schwedt, bringen Sie der Neuen bei, wie man sich vor um eine Arbeit drücken kann. Um Gottes Willen. Ach komm, geben Sie es doch zu. Nein. Klar. Nein. Also von der würde ich mir nichts sagen lassen. Die drückt sich um jede Arbeit, wo es nur gibt. Glaubst du nicht? Doch. Ist auch kein schöner Mann. Nee, ist auch kein schöner Mann. Was so tempogeladen und komisch daherkommt, ermöglicht den Teilnehmern einen wichtigen Schritt. Sie begreifen, was sie so treiben, wenn der Arbeitstag lang ist. Und dass sie selbst jene Hindernisse kreieren, über die sie immer wieder stolpern und klagen. Nun steht ein transformierender Schritt auf dem Programm. Neue Spielregeln müssen her. Nicht hinderlich und heimlich, sondern förderlich sollen sie sein und öffentlich gemacht werden. Ausgearbeitet und gepunktet hängen sie neben den Änderungswünschen für die Leitlinien an großen Pinnwänden. Hier werden sich das Planungs- und das Leitungsteam zu einer späten Sitzung treffen, in der es gilt, die Vorschläge der Teilnehmer in die Spielregel- und Leitlinienentwürfe der Führung einzuarbeiten. Die neue und nun gemeinsame Fassung wird morgen druckfrisch auf jedem Platz liegen. Die Nacht war lang und ausgelassen. Alle feierten ihr Zusammengehörigkeitsgefühl. Eine optimale Voraussetzung für Walter Lindemann, nun die neuen Leitlinien vorzustellen. Punkt für Punkt holt er noch einmal die 100%ige Zustimmung aller ab. Die Stimmung ist positiv, denn alle spüren, das ist die Richtschnur für unsere gemeinsame Zukunft. Wir haben jetzt einen Vertrag geschlossen, sagt der Chef. Wenn wir uns daran orientieren, habe ich keine Angst, dass wir unser Ziel nicht erreichen. Und ein neuer Punkt, der neben den 13 oder den 9, die sowieso schon eingefügt worden sind, aber es ist noch ein weiterer hinzugekommen, der auch mehrfach und sehr stark gewichtet worden ist. Und das ist einer, der mich ganz besonders freut. Ist dieser Punkt, wir sind vielseitig einsetzbar. Eigentlich der Garant dafür, dass wir genau diese Schwankungen, die ich Ihnen beschrieben habe, und diese Anforderungen, die an uns gestellt werden, erfüllen können. Mit flexiblen, vielseitig einsetzbaren Leuten, die mehrere Qualifikationen am besten mitbringen und die sie sich auch irgendwann aneignen. Und die neuen Spielregeln. Als erstes die für die Führungskräfte. Wir loben unsere Mitarbeiter und üben sachlich und angemessen Kritik, heißt die eine. Eine andere geht auf die fachgerechte Einweisung der Mitarbeiter ein. Diese wiederum wollen ehrlich, hilfsbereit und respektvoll miteinander umgehen oder gemeinsame Lösungen finden, anstatt nach Schuldigen zu suchen. Selbstverantwortung wird gelobt und dass man sein IPZ in Zukunft sauber halten werde. Jetzt ist die Zeit, um einige Projekte vorzustellen, die im Unternehmen bereits angeschoben wurden. Um Kommunikationsverbesserung geht es beispielsweise oder um die Personalentwicklung. Die Menschen gehen umher und machen sich vertraut mit den Plänen, die die Führung hat, um die hier begonnene Arbeit zu unterstützen. Nun sitzen die Teilnehmer nur noch in Abteilungsstuhlkreisen. Denn jetzt geht es darum, was sie selbst tun wollen, um die neuen Ziele und Regeln auf ihr unmittelbares Arbeitsumfeld zu übertragen. Sie entwickeln sogenannte 10 Gebote und leiten anschließend aus 2, 3 von ihnen ab, was sie konkret in den nächsten Wochen tun werden, um diese Gebote zu leben. Verblüffend dabei die Deckungsgleichheit der Lösungen. Und alle scheinen von einem neuen Geist getragen, den eine Gruppe so ausdrückt: Wir behandeln jede Sendung so, als wäre sie unsere eigene.
Während sie so arbeiten, konnte eine Aufgabe aus dem Zeitplan der Konferenz gestrichen werden. Es ging um das stockwerkbezogene Zusammenführen der Arbeitsgruppen. Das haben sie plötzlich ganz von alleine schon selbst in die Hand genommen. Eigeninitiative führt Regie im Raum, die nun auch noch von den in jeder Gruppe sitzenden Führungskräften für sich selbst übernommen werden soll. Jetzt bitten wir diese Chefs, sich ein ganz persönliches Gebot noch einmal auszuwählen. Also eine Verhaltensleitlinie, die Sie als Chef ab jetzt verstärkt beachten wollen. Diese in den Gruppen verteilt sitzenden Führungskräfte lassen sich dabei von ihren Mitarbeitern beraten. Was braucht ihr von mir? Wie kann ich euch besser unterstützen? Das ist der Tenor, nach dem hier vorgegangen wird. So entsteht Bereitschaft zur Selbsterkenntnis und Commitment. Scheinbar kann ich nicht zuhören. Also an mich wurde der Wunsch herangetragen, an mich persönlich, doch mehr zuzuhören und auch auf die Belange der Kräfte einzugehen. Und ebenfalls wurde noch bemängelt, dass mich nicht alle Kräfte kennen. So jetzt, und dass ich mich nur im 4. OG aufhalte. Damit verspreche ich. So. Ich verspreche also auch, die anderen Stockwerke doch jetzt regelmäßig zu besuchen. Und ich fange an im 3. um 7 Uhr am Donnerstag. Ja. Als letzte Aufgabe dann gilt es, konkrete Pläne zu entwerfen, wie sie die Ergebnisse, die positive Stimmung und die Energie der RTSC-Konferenz ihren Kollegen übermitteln werden, ehe sie ein allerletztes Mal zu einer großen Schlussrunde zusammensitzen. Meine kleinen Befürchtungen sind nicht eingetreten, die ich zu Beginn dieser Konferenz hatte. Meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Es war sehr viel Energie, Engagement in diesem Kreis. Es war toll. Ja, ich war auch sehr skeptisch am Sonntag. Aber nach diesen 3 Tagen fand ich, es war wirklich ganz toll. Ich hoffe, dass wir das so weitergeben können, wie es hier war. Und dass wir genauso miteinander arbeiten können, wie wir hier zusammengearbeitet haben. Was ich halt gut gefunden habe, war die riesige Informationswelle, die hier geflossen ist. Hoffentlich schwappt die halt über auf die, die daheim geblieben sind. Ich habe jetzt noch ein bisschen Herzflattern, wie ich es meinen Kollegen am Arbeitsplatz beibringen soll. Aber ich habe gesehen, dass hier in der Gruppe gearbeitet wurde und die Gruppe so gut gelaufen ist. Und ich wünsche mir, wenn unsere Gruppen alle so gut dann arbeiten, wenn sie mal irgendwann eingerichtet sind, dass wir weltweit die Ersten sind. Also ich denke, dass es nicht nur dem IPZ was gebracht hat, sondern auch die, die woanders sitzen, beispielsweise wie wir hier in der Zentrale mit dem IPZ zu tun haben und die, ich sag mal, einfach auch jetzt mit den Kollegen des IPZ zusammenwachsen durften. Ja, ich bin auch sehr dankbar. Es war wunderschön, lustig, spaßig. Und ich bin mir sicher, wir werden die Nummer 1. Ich fand es toll, dass jeder was sagen durfte, allen auch zugehört wurde und dass auch sehr wahrscheinlich viele Lösungen daraus entstehen. Ich habe mich gefreut, dass ich hier gekommen bin und teilgenommen habe. Und habe ich auch noch Vorstellung nach Zukunft, was auf mich zukommt. Ein IPZ der ungeahnten Möglichkeiten, so würde ich es nennen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, mit diesen Energien schaffen wir es. Als Angehöriger der Zollverwaltung möchte ich mich zunächst mal recht herzlich bei der Leitung des IPZ für die Einladung bedanken. Ich gebe zu, ich bin mit einer gewissen Skepsis hierher gekommen, bin aber sehr angenehm überrascht. Es hat mir sehr gut gefallen. Es waren also 3 wunderschöne Tage. Und ich hoffe, dass auch meine Behörde mal eines Tages in Lage sein wird, eine derartige Veranstaltung aufzuziehen. Ja, ich habe schon immer gewusst, dass es da ist, das Wir-Gefühl. Wir haben es gestern und heute und vorgestern das erste Mal erlebt. Das ist das Größte, was ich mitnehme. Ich finde es sehr interessant und ich gehe mit einer guten Vorstellung zur Arbeit. Danke. Und das Potenzial und die Energie, die hier drin steckt, hat mich einfach umgehauen. Was ich hier also erlebt habe, und habe ich also die Freude, weiter an meine Kollegen mitzuteilen. Und dann denke ich schon, dass die Vögel schon also sein Nest bei IPZ an diesem Kastanienbaum schon angefangen, sein Nest zu bauen. Ich bin baff und ich bin platt. Ich glaube, dass alles gesagt ist. Ich habe auch nichts mehr zu sagen, außer,
dass ich wahnsinnig stolz bin auf die, die hier in diesem Raum sind, und wahnsinnig stolz auf Sie alle. Es knistert im ganzen Betrieb. Ein Virus geht um, sagt Niederlassungsleiter Walter Lindemann. Der Return of Investment wird bald erreicht sein, denn die Umsetzung der meisten, einschließlich seiner eigenen Commitments, habe jetzt schon eine deutliche Erhöhung des Gesundheitsstandes, der Produktivitäts- und der Qualitätskennzahlen zur Folge. Im Anschluss an die Konferenz habe er einen synchronen Verlauf zwischen den harten Kennzahlen und den weichen Faktoren ausmachen können, sagt er. Es bewege sich eine Menge. Und da, wo es Diskrepanzen gäbe, würden sie erkannt und könnten in einer ungleich offeneren Auseinandersetzung als in der Zeit vor der Konferenz mit von allen getragenen Konfliktlösungsstrategien angegangen werden. Trotzdem wird es noch einiges an Geduld, viel Energie und ein starkes Steuerungsteam brauchen, um immer mehr Mitarbeiter mit ins Boot zu ziehen. Walter Lindemanns direkter Vorstand, so freut sich der Niederlassungsleiter, ist zufrieden. Und die Weichen für eine weitere, diesmal rund 500 Menschen umfassende andere Großgruppenkonferenz sind bereits gestellt.